Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ihr hört's. Ich bin in Bayern geboren, ich bin in Bayern aufgewachsen und Bayern ist meine Heimat, auch politisch. Und immer wenn ich nach Berlin komme, dann wundere ich mich ein wenig, welches Bild hier viele von Bayern haben. Bayerische Politiker sind laut und grob. Bayern wollen keinen Mindestlohn. Bayern sind gegen die Ehe für alle. Und es gibt für Bayern nichts Wichtigeres, als dass Österreicher auf der A8 endlich Maut zahlen. Ich sage euch eins, das ist ein totaler Schmarrn auf Bayerisch. Bayern ist ein starkes Land. Und darauf, gerade wirtschaftlich, und darauf sind wir auch stolz. Das haben wir gemeinsam aufgebaut, aber vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber auch in Bayern verdienen viele Menschen Löhne, die nicht zum Leben reichen. Ein Mindestlohn von 8,84 Euro reicht eben im Großraum München nicht. Und was auch immer andere Politiker in Bayern erzählen, wer keinen höheren Mindestlohn will, der vertritt keine bayerischen Interessen. In bayerischen Städten finden viele Menschen mit normalem Einkommen keinen bezahlbaren Wohnraum. Was eben auch immer andere Politiker aus Bayern erzählen, wer keine verschärfte Mietpreisbremse will und keinen staatlichen Wohnungsbau, der vertritt keine bayerischen Interessen. Und Bayern braucht Einwanderung. Die Industriebetriebe im Süden Deutschlands leiden jetzt schon unter Fachkräftemangel. Und Sie wissen, dass wir unsere Stärke nur erhalten können, wenn wir qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen und wenn wir die Menschen, die zu uns kommen, auch anständig integrieren. Und was auch immer eben andere Politiker aus Bayern erzählen, wer kein Einwanderungsgesetz will, der vertritt keine bayerischen Interessen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist der Grund, warum ich mich als stellvertretende Parteivorsitzende bewerbe. Ich will eine starke Stimme für die Menschen in Bayern sein. Und ich sage, eine starke Stimme, laute Stimmen aus Bayern, die haben wir schon genug. Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich mich hier bewerbe. Viele Menschen in Deutschland haben sich von der Politik abgewendet. Sie haben nicht mehr das Gefühl, dass ihnen jemand zuhört und ihre Sorgen und Nöte wirklich ernst nimmt. Das ist nicht nur ein Problem für die SPD, sondern das ist ein Problem für die Demokratie. Wir werden diese Menschen in meinen Augen nur erreichen, wenn wir die Art verändern, wie wir Politik machen. Dazu braucht es zuallererst Geradlinigkeit. Der Vertrauensverlust der SPD hat auch mit mangelnder Geradlinigkeit zu tun. In den letzten Jahren wurden mit viel zu vielen Themen von uns taktisch umgegangen. Gerade in einer so unübersichtlichen Zeit wollen die Menschen aber Orientierung und Klarheit und Geradlinigkeit. Was eben nicht zählt, ist die Schlagzeile von morgen, sondern dass das Vertrauen der Menschen, dass wir zu unserem Wort stehen, auch wenn es eben Gegenwind gibt. Und liebe Genossinnen und Genossen, es geht eben auch um Ernsthaftigkeit. Viele der Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind echt komplex. Und auf die Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung, die ja auch Malu angesprochen hat, gibt es keine schnelle, einfache Antwort. Und auf den Wanderungsdruck in Afrika und anderen Kontinenten ganz genauso wenig. Also dürfen wir auch gar nicht so tun, als gäbe es solche einfachen Antworten. Wenn andere Politiker aus Bayern wieder den Rest der Republik mit Forderungen nach einer Pkw-Maut oder nach einer Obergrenze auf die Nerven fallen, dann hat das mit mangelnder Ernsthaftigkeit zu tun, sage ich euch. Und ich trete in Bayern an für einen neuen politischen Stil, denn dort ist er am nötigsten. Aber ich will auch an der Spitze der SPD im Bund mit euch daran arbeiten, dass wir wieder nach vorne kommen, mit Geradlinigkeit und Haltung, mit einer klaren Sprache und mit Ernsthaftigkeit bei der Lösung der großen Probleme unserer Zeit. Das bringe ich mit in den Parteivorstand. Herzlichen Dank.